Was den Personenkult betrifft, da will ich auch ein Erlebnis sagen. Der 20. Parteitag war vorbei und Ulbricht schrieb einen Artikel, der im Neuen Deutschland veröffentlicht wurde. Und darin war auch ein Passus enthalten, wo er eigentlich wie ein Vorwurf formuliert, dass die Jugend die Stalin-Biografie auswendig gelernt habe. Und darüber habe ich mit Neumann gesprochen, habe gesagt, also Ali, das war der Name, mit dem wir untereinander verkehrten. Also ich halte das einfach für eine Art des Umgangs mit uns, die ich nicht für angemessen halte. Glaubst du denn, dass wir unbedingt darauf aus waren, die Stalin-Biografie auswendig lernen zu wollen? Wir wurden doch wohl dazu angehalten. Und hinterher noch den Vorwurf dafür zu bekommen, von denen, die uns anhalten, das halte ich nicht für angebracht. Darauf sagte Neumann, denkst du alleine so oder auch dein ganzer Sekretariat? Und ich sagte, ja, das ist die Diskussion, die wir haben. Und dann lud uns Alfred Neumann ein zu einem Gespräch, zu einer ganz offenen Diskussion, was damals für mich sehr viel bedeutete und auch ein wenig prägend wurde. Denn nun erzählt er uns, dass er nach Spanien gegangen ist, aber nicht alleine nur aus dem unmittelbaren Antrieb, da teilzunehmen, sondern auch mit der Überlegung, du gehst nach Spanien und musst nicht nach Sibirien. Denn da war, so seine Erklärung, schon spürbar, was sich in Moskau abspielt und welche Gefahren auch in Moskau lauern. Das war in der Zeit schon viel. Nun auch das persönliche Erleben ergänzend zu dem zu bringen, was Khrushchev in seinen Darlegungen gebracht hat. Denn das wurde ja in der DDR nun nicht mit Schicksalen von deutschen Kommunisten so unmittelbar angereichert, nachgereicht. Und da lag auch für uns das Empfinden drin, hier ist Vertrauen. Und für mich, das will ich sagen, war von da ab eines klar. Es gibt Menschen, aber keine Götter unter den Menschen. Und damit war für mich auch Personenkult zu Ende.